einmal hier und einmal hier. Oh, das ging schneller als geplant. Und passt dann wohl. Ich habe gern beide Waffen durchgeladen. Wow, ich kann halt nicht noch mehr. Ja. Von mir aus. Lass mal kurz was gucken. Nein, die wollte ich. Wow, die ist ja echt Schrott. Wow. Wow. Ich mag keine Gasböden. Vor allem nicht, wenn es weit nach unten geht. Stell die Stromversorgung wieder her. Wir müssen irgendwo nach oben. Pips, eine Idee? Das wird's nicht sein. Lass mal umgucken. Sollen wir langsam mal raus hier? Ich glaube nicht, dass wir sonderlich hübsche Gula abgeben. Ach, ich vielleicht nicht, aber du schon? Du bist immer hübsch, mein Schatz. Intramail der Forschungsabteilung, 20.06.77. Katie, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Ihre Arbeit am Beschleuniger von unschätzbarem Wert ist. Die Abschirmung hatte bislang immer Probleme bereitet, aber die Verwendung von Graphen in der Legierung war ein Geniestreich. Ich habe Sie für eine Beförderung noch in diesem Jahr empfohlen. Gute Arbeit. 22.07. Katie, wäre es möglich, innerhalb der nächsten Woche eine ganze Platte Ihrer Kompositlegierung zu erhalten? Karl macht mir Druck. Wenn der Beryllium-Beschleuniger nicht bis Ende des Monats in Betrieb geht, werden Köpfe rollen. Falls Probleme auftreten sollen, sagen Sie es mir. Forschungsabteilung 29.07. Sie wirken Wunder, Katie. Die Graphen-Kompositabschirmung war die letzte Komponente, die uns für die Inbetriebnahme des Beschleunigers noch gefehlt hatte. Und Sie konnten alles in weniger als einer Woche erledigen. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie getan hätte. Wieder einmal großartige Arbeit. Wenn Sie so weitermachen, sind Sie im Nu Entwicklungsleiterin. Okay. Wozu du wohl gut bist? Nur Müll hier. Abwarten. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Hier ist dicht. Ich wollte noch... Ja, hier geht's nach oben. Perfekto. Sesam, öffne dich. Knopf. Ich wollte ihn drücken. Auch schade. Oh, sieh mal einer an. Ja, Energiewaffen sind jetzt Pips. Wenn du die Füße ein bisschen mehr hebst, dann schaffst du das. Ich glaube an dich, mein Mädchen. Ich glaube an dich. Danke. Ist hier... Nee. Abraxo. Targeting Card. Vielleicht kann man sie mal brauchen. Ein Mr. Handy, ein Staubwedel und in, sagen wir, 100 Jahren ist dieser Ort hier wieder blitzblank sauber. Ja, da könntest du allerdings recht haben. Oh. Hier kommen wohl nicht sehr viele Passanten durch. Ach, hier. Wow, ich bin taub. Ich habe meinen Kopfhörer heute ein bisschen lauter eingestellt. Holla die Waldfee. Es dröhnt in den Ohren, es dröhnt in meinen Ohren. Nö. Guten Tag. Ein Expertenschloss, da wird's wohl nicht weiter... Nein, so ist schon gar nicht. Da wird's wohl nicht weitergehen. Cool. Expertenschlösser knacken muss, um... vielleicht doch. Erstmal fertig umsehen. Hier waren wir schon, oder? Nein. Hier ist der Schlüssel. Poisoning. Intramail der Forschungsabteilung 23.07. Alles ist an Ort und Stelle und wir sind fast bereit, den Beryllium-Beschleuniger in Betrieb zu nehmen. Ich habe Katie Hathaway auf die Graphenabschirmung angesetzt und das Reaktorteam arbeitet an den Energieberechnungen, wo ich sie gerade erwähne. Miss Hathaways Beitrag zu diesem Projekt ist von unschätzbarem Wert. Ich würde sie gerne für eine Beförderung empfehlen. Leiten Sie es in die Wege.
Also es war wirklich geplant. Was für ein Mist will Chandridge mit seiner Empfehlung für Hathaway da abziehen? Seit 3 Jahren bin ich der Sklave dieses Kerls und dann spaziert dieses Miststück hier rein und klaut mir alles. Ich sage Ihnen mal eins, wenn Sie nichts dagegen unternehmen, bin ich weg, Goldberg. Ach, es geht doch nichts über gutes Betriebsklima, oder? Ah, wenn sich die Kollegen so richtig lieb haben. Es ist zum Kotzen. Ja. Aber mit dem Schlüssel wären wir wahrscheinlich hier reingekommen, oder Pips? Also hier und dann rums. Hier runter. Nein, 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 nein. Das lässt du mal schön daneben bleiben. Ja, ja. Ihr Mist-Energiewaffen, Changos. Ich weiß, Pips. Aber jetzt. Ich frag gar nicht, warum du die Geräusche machst, die du machst. Ich frag gar nicht. Oh. Gunner? Okay. Okay, nett. Noch ein Gunner. Eine Mini-Atombombe. Ja, nee, ist klar. Aber nehmen wir mit, oder? Nehmen wir mit. Ansonsten hier eher nicht so. Balkon. Nein, ich will noch nicht raus. Der war... Oh, oh, oh. Ah, ah, oh. Aufzug. Runter. Ja, dann gehen wir mal auf den Balkon raus, oder? Mal sehen, ob wir hier auch Besuch haben. Es ist Umwelt, es dauert ein wenig. La 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 la. Ja, dann hätten wir es ja doch geschafft. Das ist jetzt ein voller und ganzer... Ah, da hinten ist... Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Da hinten ist, genau, Diamond City. Cool. Ich glaube, wir waren in der Nacht noch nie wirklich... Wow, 58 Meter nach oben. Also die... Entfernungsangabe passt haargenau. Hui. Ich glaube, wir waren in der Nacht noch nie auf einem höheren Gebäude, von dem aus wir Diamond City gesehen haben. Ist auch nett, die Figur. Aber ansonsten gibt's hier jetzt erstmal nichts, nicht wahr, Pips? Kommen wir mal hier drüben. Hier. Wo? Ach, hier! Sag das doch gleich! Sind die hin? Lauf doch nicht davon! Nimm doch keiner Feigling! Nein! Nicht so! Doch, genau so. Licht, bitte? Für die Bruderschaft. Ja, ja. Wenn du das sagst, Madame. Hey, da draußen ist das. Order. Das war gar nicht nett. Von hinten. Das tut man nicht. Nur, dass und wir der das mal nächste Nachruf. Ja. Einmal hier und einmal hier. Oh, das ging schneller als geplant. Und. Was dann wohl? Wieder ein Bruder weniger. Oder eine Schwester. Egal. Wir. Eine Kamera, eine Glühbirne. Geht das? Nein, das geht nicht. Darüber komme ich darüber. So wohl nicht. Was hast du vor? Was war das für ein Geräusch? Wenn uns hier jetzt jemand angreift, sind wir geliefert.
Ja, ja, wird nicht passieren. Da draußen ist was. Echt? Verrätst du mir, wo draußen ist? Danke. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, mir auch nicht, aber was sollen wir machen? Wohl doch nur Fehlalarm. Ja, Gott sei Dank. Wer ist da? Ich halluziniere wohl. Hast du was gesagt? Was zum Teufel? Nö. Was war das? Warte auf. Zigarettenautomat ist leer. Nee, Eis am Stielwerk. War wohl doch nichts. Okay. Ist das... Ich hätte schwören können. Du sagst es, Mädel. Du sagst es. Ich würde gern da drüben hoch. Was? Hier so. Ich hab schon den ganzen Tag Sachen. Okay, ansonsten... Ja. Huch, nicht so. Wo war noch ein Abgang? Kampfbereitschaft aufgehoben. Wer ist da? War wohl doch nichts. Okay. Was haben wir denn hier? Aufzeichnungsterminal. Persönliche Intramail 17.06. von Summers an Jay Berlin. Jenny, hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Du hast seit mehr als einer Woche nicht mehr mit mir gesprochen und jetzt fürchte ich, dich vergrault zu haben. Ich warte nach der Arbeit in der Kantine, wenn du dich mit mir treffen möchtest. 2.07. Seit Wochen schon gehst du mir aus dem Weg. Warum? Was habe ich getan? Warum quälst du mich so? Du sagst immer wieder, dass dir noch reichlich Zeit für deine Entscheidung bleibt, aber ich habe das Gefühl, dass uns die Zeit davonläuft. Bitte, Jenny, ich brauche eine Antwort. Jenny, ich bin diese Warterei leid. Es gibt schon viele andere, die nur darauf warten, deinen Platz einzunehmen. Dass du mir andauernd etwas vormachst, hat bestimmt damit zu tun, wie sehr es dir gefällt, mich zu verärgern. Dazu nur so viel. Wenn von dir nicht bald etwas kommt, werde ich mich auf jemand anderen einlassen. 14.09. Ich war ein Dummkopf, Jenny. Ein ungeduldiger, unhöflicher Dummkopf. Ich nerve dich seit Monaten mit meinem Vorschlag und hätte doch einfach nur auf deine Antwort warten sollen. Von mir kamen alle möglichen falschen Anschuldigungen und Annahmen. Das tut mir leid. Nimm dir so lange Zeit, wie du möchtest, Jenny. Vielleicht kannst du mir ja nach den Ferien antworten. Bleiben wir erst einmal Freunde und lassen wir nicht zu, dass sich noch einmal etwas zwischen uns stellt. Oh Gott. Creepy! Da stimmt was nicht. Echt? Das müssen wir untersuchen, Pips. Hast du das hier, gehört? Hier, bei mir! Ja! Pips, hier stimmt wirklich was nicht. Hier ist ein totes Bruderschaftsmitglied. Das, wie auch immer, mit dem Raketenwerfer durch mich durchgeschossen hat. Okay. Nehme ich. Damit hätte die Katze noch 8 Leben. Speiseöl. Okay. Ernsthaft? Bitte nicht allein sehen. Da bist du ja. Ich muss das so gemacht haben. Da drüben. Nein, nein, nein. Treffe ich? Wahrscheinlich. Blue, natürlich, auf die Entfernung treffe ich, klar. Ja. Böser Fehler. Die hier möchte ich. Genau. Und? Immer in einem Stück. Ja. Frag mal die Bruderschaft. Oh, sie zuckt noch. Upsi. Hier ist nix. Okay. Schrottpatronen nehme ich gern. Schubs. Schubs. Gemein. Oh, wow, danke. Zwei Fusionskerne. Ja, warum nicht? Danke sehr. Danke sehr. War
hier noch irgendwas Interessantes? Aschenbeche. Aber das war's dann, nicht? Jo. Okidok. Dann. Nächster halt Erdgeschoss. Ich sehe da drüben was leuchten, was ich unbedingt haben will. Hier ist noch eine Treppe. Wir sollen uns hier einfinden, also gucken wir erstmal die Treppe runter. Ich meine, zumindest aufgeräumt haben sie von der Bruderschaft. Die Hin- und Herrschaften. Stündchen kann nicht schaden, oder? Okay. Ansonsten. Gut. Ansonsten soweit klar. Da sollten wir. Ja, so vielleicht doch nicht. Ja, da das wär's. Reinkommen. Aber meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Gut, dann haben wir hier. Empfangsterminal. Unternehmensintramail 2.4.77. Der Mass Fusion Shop für Mitarbeiter ist jetzt geöffnet. Bestellen Sie noch heute Hüte, Shorts, Badeanzüge, Schirme, Krawatten, Manschetten, Socken, Gläser, Schnapsgläser, Kaffeebecher und noch vieles mehr von Mass Fusion. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei Eric Renoke aus der Personalabteilung. 19.08.77. Achtung an alle Mitarbeiter. Aufgrund des bedauerlichen Sitzstreiks am Haupteingang durch Mitglieder der Öffentlichkeit werden ab sofort neue Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Bitte führen Sie Ihre ID-Karte jederzeit mit sich und halten Sie sich ausschließlich in den für Sie vorgesehenen Bereichen auf. Verlassen Sie das Gebäude ausschließlich durch Ausgänge, die als solche gekennzeichnet sind. Geben Sie Ihr Login-Passwort nicht weiter und gewähren Sie anderen Personen keinen Zugang zu Ihrem Terminal. Jeglicher Verstoß gegen diese Bestimmungen hat ihre sofortige Entlassung bei Mass Fusion zufolge. 25.09.77. Alle Mitarbeiter sind hiermit zur Feiertagsfeier 2077 eingeladen. Das hatten wir schon. Die Feiertagsfeier hatten wir ja oben schon. Ein ehemals lebendiger Raider. Hier kommen wir eh noch hier hin, ja. Was sehen meine Äugle? Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Nuka Quantum. Sammeln. Pips. Sammeln. Ansonsten hier Aufzug. Okay, hier müssen wir hin. Das heißt, wir werden noch alles. Toll. Ja, das trifft. Das wär's. 19.08. Sitzstreik, kennen wir schon. Alpha-Sicherheitseinheit von W. Feld, Leiter der Sicherheit, CC T. Rosenbauer, Personalkoordinator. Unterrichten Sie bitte Ihre Sicherheitsmitarbeiter darüber, dass Dr. Noel Chandroff auf dem Firmengelände von Mass Fusion nicht mehr willkommen ist. Falls Sie ihn innerhalb eines Umkreises von 100 Metern um das Gebäude sehen, wenden Sie sich bitte direkt an mich. Turmsteuerung, Protektorensteuerung. Ja, das wäre interessant gewesen. Aber jetzt wohl ein bisschen spät, oder? Schreibtisch ist nix, okay. Dann gucken wir uns noch hier um, oder? Autsch! War ich das etwa? Oder war das einer von den Raidern? Finanzbezirk? Nein, ich will nicht raus, ganz sicher nicht. Hier wäre der Lift runtergekommen, wenn sie mich nicht sabotiert hätten. Hier geht's auch raus. Kundendienstterminal. Meine Rechnung bezahlen. Unsere Rechnungsserver sind momentan leider offline. Neue Kontenfehlerbehebung, Firmengeschichte, Servicestatus. Ja, nein. Danke. Und da drinnen waren wir schon. Und hier im Sprinkelbrunnen. Hopp. Okay. Oh, yeah. Nee. Nicht so einladen. Pips. Got me stranded like a boat in
me to do.